Frau Präsidentin, Herr Bundeskanzler. Bei Cum-Ex haben Kriminelle den Steuerzahler um Milliarden Euro betrogen. Insofern geht es hier nicht um eine Kleinigkeit. Und Sie wussten, Herr Bundeskanzler, dass Cum-Ex illegal ist. Sind nicht grundsätzliche Zweifel an Ihrer Amtsführung angebracht? Denn Sie treffen sich persönlich mehrfach mit einer Person, von der Sie wissen, dass gegen Sie wegen schwerer Steuerhinterziehung ermittelt wird. Und wieso haben Sie diese persönlichen Treffen überhaupt ermöglicht? In Ihrem Amtszimmer, stundenlang, teilweise unter vier Augen? Und wieso haben Sie keine Vermerke dazu angefertigt? Dadurch entziehen Sie Regierungshandeln natürlich auch der parlamentarischen Kontrolle. Ich will ganz gerne noch mal wiederholen, was ich eben gesagt habe. Nach so vielen Jahren, so vielen Untersuchungen, so vielen Befragungen, so vielen Fakten, die zu Tage getreten sind, so vielen Tagebucheinträgen, die immer die gleiche Auskunft Grundlage sind für alle Ihre Fragen, ist mal Schluss mit Verdacht äußern, der keine Erhärtung gefunden hat. Es gibt für das, was Sie insinuieren, keinen einzigen Beweis. Das ist schon 100-mal festgestellt worden. Es steht Ihnen frei, das noch 200 Jahre fortzusetzen, wenn Sie dazu in der Lage sind. Aber es macht keinen Sinn.